Ja, also ich für mich kann natürlich auch sagen, dass ich sehr froh bin, Menschen wie euch gefunden zu haben hier auf der Mahnwache. Und ich finde auch, dass wir mit unseren Arbeitsgruppen durchaus beweisen, dass wir auch aktiv sind. Rick hat es ja beim letzten Mal schon angesprochen, es gibt eine neue Arbeitsgruppe, die heißt Tierrechte. Und unsere erste große Aktion wird am 11.12. stattfinden hier auf dem Schlossplatz. Da ist eine deutschlandweite Aktion vor den Schlachthäusern geplant, wo sich auch schon viele Städte für eingetragen haben und eigene Aktionen planen, um einfach diesen milliardenfachen Opfern dieses tierverachtenden Systems zu gedenken, um ein Zeichen zu setzen, um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, dass dieser Wahnsinn eines Tages aufhören wird. Und da wir hier kein Schlachthaus in der Nähe haben, haben wir uns entschlossen, wir machen das einfach hier, wo wir immer sind, wo man uns kennt. Wir werden versuchen, hier den Schlossplatz mit so vielen roten Lichtern, wie es nur geht, zu fluten, um Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken, um den Tieren zu gedenken. Wir haben auch an diesem Tag ein offenes Mikro, sodass jeder von euch natürlich auch eingeladen ist, Gedichte vorzutragen, die zum Thema passen, irgendwas, was den Opfern gedenken kann. Wir werden hier Musik haben. Germaid aus Hannover hat schon gesagt, dass sie herkommt. Die war ja auch am Weltfriedenstag bei uns und hat uns gut unterhalten mit ihrer Gitarre und ihren selbst komponierten Songs. Unsere hauseigene Mahnwachenband ist schon fleißig am Üben, passende Thementexte und Lieder einzustudieren. Ja. Und die Steffi aus Wolfsburg wird herkommen von der Organisation Rettet das Huhn. Das sind Mädels, die die ausgediente Hühner deutschlandweit vermitteln, aber das werden die euch an dem Tag alles selber erzählen. Und es kann natürlich auch jeder von euch hier zum Mikro greifen. Es wäre schön, wenn ihr uns einfach erzählt, warum ihr, wann oder warum ihr euch dazu entschlossen habt, auf Tierleitprodukte zu verzichten. Alles ist hier erlaubt, Hauptsache es ist im Sinne der Tiere und zollt den nötigen Respekt vor der Sache. Wir haben Flyer gedruckt dafür schon, da waren wir den Tag auch in Braunschweig und haben die in den ganzen Bioläden verteilt, Plakate aufgehangen, in den vegetarisch-veganen Cafés ausgeteilt. Wer noch eine Idee hat, wo man noch Flyer verteilen könnte, wo es noch eine weitere Menschen gibt, die zu unserer Zielgruppe gehören, nehmt doch einfach hier, haben wir noch welche mit, Rick, heute? Das Auto ist voll mit Flyern, nehmt doch einfach einen Stapel mit und legt die irgendwo aus, wo ihr denkt, dass da Leute vorbeikommen, die das interessieren könnte. Dann werden wir die Spendenbox heute für die Organisation dieser Sondermahnwache aufmachen. Wer sich also daran beteiligen möchte, an der Anschaffung von Grablichtern und an Postern, die die Sache unterstreichen sollen, kann das hier finanziell heute gerne tun. Und dann ist mir noch eine Idee gekommen, man sieht ja hier selber immer unsere Grablichter, die neu gekauften, die gehen ja alle immer sofort aus, sodass ich hier auch schon zu Hause ein paar Stunden habe runterbrennen lassen. Ganz offensichtlich hat es noch nicht ausgereicht. Im Prinzip bräuchten wir nur leere, ausgebrannte Grablichter irgendwo vom Friedhof. Wenn irgendwer da eine Quelle hat oder mal beim Friedhof vorbeikommt und da mal gucken kann, ob da vielleicht leere, ausgebrannte Grablichter, die nur die Hüllen rumliegen, wäre sehr schön, wenn ihr die mal mitbringen könntet. Da kann man ja einfach ein Teelicht reinstellen, das erfüllt seinen Zweck auch, weil wir brauchen ja die Brenndauer von 3 Tagen nicht. Ja, und ansonsten wäre es schön, ladet eure Freunde ein und Bekannte, hier an diesem Tag mit uns zu stehen. Und dann ist noch ein Termin, und zwar ist nächstes Wochenende am 6. und 7.12. ein veganer Weihnachtsmarkt in Hannover. Wir werden am Sonntag dahin fahren und uns da treffen, Joe mit Rick und Patricia wahrscheinlich. Wer Lust hat, sich da anzuschließen oder einfach mal so, ich werde den Link auch nochmal ins Forum stellen, wo das genau ist und um was es da geht. So in der Beschreibung steht, dass man halt ja, vegan verköstigt wird, wie auf anderen Weihnachtsmärkten auch, dass man Weihnachtsgeschenke kaufen kann und dass es eine Menge Informationsstände rund um Veganismus und um Tierschutz geben wird. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Sache, finde ich, die man unterstützen sollte. Also wir werden auf jeden Fall mal hinfahren und uns da durchschlemmen. So, ja? Okay.